Herzlich willkommen bei 5 nach 12. Hier erfährst du mehr über Angst- und Panikattacken, die ich selber erlebt habe, über Leberzirrhose, die ich selber hatte und dank einer Transplantation geschafft habe, wieder ins Leben zurückzukommen und mein Leben danach. Hallo Freunde der Sonne, dass ich jetzt hier so gelangweilt sitze, sieht nicht so aus. Das ist deshalb, weil ich das schon 3 bis 4 Mal versucht habe, das irgendwie vernünftig rüberzubringen und ich bin immer unzufrieden, deswegen habe ich mal wieder von vorne angefangen. Eigentlich kennt der mich ja, dass ich sowas nicht mache, aber das Thema ist so kompliziert, dass ich das vernünftig rüberbringen möchte, ohne jemanden zu verletzen. Das geht ja darum, am Titel könnt ihr ja schon lesen, wie habe ich mich verändert durch die ganze Geschichte, Leberzirrhose, Transplantation und alles sowas. Und ich habe auch eine E-Mail bekommen von jemandem, der so eine ähnliche Diagnose bekommen hat, war also nicht Leberzirrhose, aber eigentlich noch schlimmer, ob ich da mich verändert habe und mit den Denken und mit den Gefühlen. Dann habe ich gleich in die E-Mail zurückgeschrieben, ja, das steht auf alle fest, ich habe mich verändert. Ich weiß wieder nicht, wie ich anfangen soll. Ich war früher immer jemand, der gesagt hat, kein Problem kriege ich hin. Wenn ein Anruf kam, Lutz, kannst du mal helfen? Ist kein Problem. Er sagt, ich komme vorbei, mache ich gerne. Wo ich die Diagnose bekommen habe, habe ich festgestellt, dass dann sich dann niemand mehr gemeldet hat. Weil es ja wahrscheinlich nicht zu helfen gab. Nee. Aber es haben sich Leute gemeldet, die ich nicht auf dem Zettel hatte. Und dadurch, jetzt kommen wir zum Punkt, ob ich mich verändert habe, ja, habe ich jetzt nicht mehr so viel Vertrauen. Das hat, also macht mich vieles nachdenklich. Also ich habe viel erlebt in der Zeit. Ich habe zum Beispiel, wo ich immer Vertrauen hatte zu Leuten, zum Beispiel jobtechnisch, habe ich sehr viel erfahren, dass es halt nicht so war, wo man gesagt hat, Mensch, das ist ein toller Chef, der ist der Beste, das ist die beste Firma und sowas. Und das ist ja ein toller Typ und der ist ja cool. Das ist halt weggefallen bei mir, weil ich so viel in der Zeit mitgekriegt habe oder erfahren habe und so viele Rückschläge und was ich nie gedacht habe. Ich habe immer ich war immer so vertrauensvoll, sag ich, der fetzt, kennt ihr sowas, nicht? Wenn jemand kennenlernt, dass ihr dann sagt, oh, der fetzt und der ist in Ordnung, oh Mensch, der ist ja in Ordnung. Und dann auf einmal merkt man, ist ja gar nicht so. Ob das jetzt privat ist oder firmentechnisch, Arbeitskollegen oder sogar Chefs. Und wenn ich da ehrlich bin, kommt ja ein bisschen sogar Wut hoch, aber die Lebensfreude schwingt über. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier Hass und Wut entwickle. Das ist jetzt abgeschlossen, das hatte ich. Aber trotzdem war das eine krasse Erfahrung. Ich will das jetzt nicht irgendwie ausbauen, was da alles passiert ist. Aber trotzdem denkt und fühlt man jetzt anders. Ich habe jetzt, das Vertrauen ist nicht mehr so da, wie es früher mal war. Vielleicht haben das viele von euch auch mal miterlebt. Das ist halt ein richtig tiefer Schlag, was die anderen, diejenigen, die das verursacht haben, gar nicht bewusst ist. Ich habe das auch mit der Psychologin, ich hatte ja damals im Krankenhaus eine Psychologin auch mal darauf angesprochen. Sie hat mir auch erklärt, das Leben ist wie eine Reise, wie so eine Busreise. Ich bin der Busfahrer und es steigen welche ein und es steigen welche aus. Und es gibt doch immer welche, die hinten sitzen in der letzten Reihe und die bleiben da sitzen. Aber es sind welche, die in der hintersten Reihe gesessen haben, die immer sitzen geblieben sind, auch ausgestiegen. Und das hat verdammt wehgetan. Ich bin jetzt drüber weg, aber das hat eine Zeit lang gedauert. Das ist der Punkt, wo ich sage, das hat sich verändert. Meine Gedanken, ich habe kein Vertrauen mehr. Der kann jetzt 50 Mal so nett sein, derjenige. Trotzdem vertraue ich denjenigen nicht. Ich bin immer so, weil ich ja schon so viel erlebt habe. Ich war zum Beispiel in der Firma 7 Jahre lang. Ich habe immer gedacht, ich habe den besten Chef und alles sowas. Und nach 7 Jahren kommt trotzdem dann so ein Ding, wo du denkst, hä? Wie kann das sein? Ich habe immer gedacht, das ist der beste Chef. Und das war jetzt nicht nur diese Firma, es waren andere Leute, auch die ich kennengelernt habe. Aber komischerweise die, die man so nicht auf dem Zettel hatte sein Leben lang, die man mal sporadisch schon gesehen hat, die man auch von früher mal kannte, die haben sich dann gemeldet. Mensch, Lutz, wie geht's dir? Das wollte ich jetzt eher unbedingt mal loswerden. Ich habe mich auch andersweitig verändert. Das wäre ja auch schlimm, wenn ich mich nicht verändert hätte. Ich versuche aber nicht jetzt irgendwie so ein Klugscheißer zu sein und jetzt zu tun,
als wenn ich, das will ich aber nicht, das habe ich schon mal gesagt, ich will jetzt nicht so ein Typ sein, warum trinkst du jetzt Alkohol, warum trinkst du jetzt so viel Alkohol, das mache ich nicht, will ich auch nicht, weil ich kenne das so von so einer Ex-Raucher, die dann immer dann sagen, hey, das stinkt jetzt nach Qualm und musst du schon wieder rauchen. So, ich will nicht so ein Mensch sein. Jeder ist jetzt alt genug. Derjenige hat ja meine Geschichte gesehen und ich war ja genauso blöde. Ich habe ja meine Geschwister gesehen. Meine Geschwister sind verstorben und ich habe ja selber nicht reagiert. Ich hätte auch mal sagen müssen, Mensch, Lutz, hör mal jetzt auf, dein Feierabendbier zu trinken. Deine Geschwister sind schon verstorben. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Und ich freue mich ja auch, wenn jemand schreibt, Mensch, Lutz, ich habe aufgehört, jetzt Alkohol zu trinken. Das bringt mir so viel Kraft, dass da habe ich auch Bock, weiterzumachen. Und wenn es halt, wie gesagt, und wenn ich bloß 10 Abonnenten hätte, ich habe aber 5, 6 Leute, die aufgehört haben zu trinken durch meine Videos, das würde mich so freuen. Und das macht mir auch dann Spaß, weiterzumachen. Aber wir kommen zum Thema, ob ich mich verändert habe. Ich überlege jetzt dreimal, um was zu sagen. Und weil ich natürlich jetzt auch nüchtern durch die Welt gehe. Wie gesagt, ich war jetzt nicht ständig betrunken, aber bei Geburtstagfeiern, Konzerte merke ich ja schon, wenn jemand angetrunken ist, sage ich, Mensch, so war ich ja auch. Und dann habe ich auch mal eine Flachsrakete geschossen, was ein bisschen übers Ziel hinausging. Viele, die mich kennen, wissen, was ich meine. Mein Humor hat nicht jeder verstanden. Und wenn ich was getrunken hatte und, wie sagt man so schön dazu, leicht einsitzen, dann habe ich mir manchmal Dinger gemacht, die sind ein bisschen mehr unter die Gürtellinie gegangen, wo ich dann immer gesagt habe, mein Gott, soll ich sie so anstellen? Das ist natürlich klar durch den Alkohol. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich bin jedenfalls nachdenklicher geworden, hinterfrage jetzt mehr so viel und halt bin halt vorsichtiger geworden. Vertrauen ist jetzt irgendwie ein bisschen weniger geworden, muss ich sagen. Ich bin aber glücklich. Also jetzt ist jetzt nicht jetzt rumjammern. Ich habe jetzt in der Busfahrt steigen hier auch neue Leute ein. Und die neuen Leute, die suche ich mir jetzt auch aus. Also zum Beispiel habe ich jetzt eine Band, wo mir das wichtiger ist, ob wir uns verstehen, als was wir für Musik machen. Früher habe ich gesagt, ich will meine Musik machen. Jetzt ist es umgedreht. Und so werde ich auch, wenn ich jetzt wieder arbeiten gehen muss, auch wieder einen Job suchen. Ich möchte Spaß bei der Arbeit haben und auch Spaß in der Freizeit. Ich gebe mich jetzt nicht mehr mit Leuten ab, wo ich Musik mache, wo mir die Musik vielleicht gefällt, aber die Leute, wo ich mit den Leuten nicht klarkomme. Das ist mir jetzt, habe ich jetzt daraus entschlossen, dass es jetzt so in Zukunft weitergehen wird bei mir. Ich will nie wieder irgendwas machen, wo ich unglücklich bin, wo ich schon Sonntagabend sage, oh, morgen muss ich wieder arbeiten oder morgen muss ich da zur Probe zu den Typen, da habe ich gehen. Das mache ich nicht mehr. Das wollte ich euch mal so sagen. Und zum Abschluss wollte ich euch noch mal sagen, wenn er jetzt in der dunklen Jahreszeit wieder jetzt anfängt, der Winter, der Herbst fängt jetzt an, ich hatte damit noch nie Probleme mit Depressionen. Aber ich muss euch sagen, ich gehe lieber früh um 3 ans Telefon, als irgendwann mal zu der Beerdigung. Damit würde ich sagen, lasst mal eure Handys an, macht man sie nicht auf die Nacht auf lautlos. Ich sage nur, ihr wisst ja gar nicht, wer so denkt in eurem Umkreis, weil das kriegt man ja nicht mit. Man kann das sind ja meistens immer die Leute, wo ihr sagt, hä, von die habe ich überhaupt nicht erwartet. Immer die, die lustig sind und gut drauf sind, die sind immer die meisten, die so eine Probleme haben. Das wollte ich euch nochmal zum Abschluss sagen. Wenn ihr wieder Fragen habt, also diese E-Mail war toll, dass ich auch mal wieder so nachdenke, ob ich mich verändert habe und wie ich jetzt denke. Könnt ihr gerne machen. Ihr könnt auch gerne jetzt auf meine Homepage gehen. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, die ist jetzt fertig. Bin ich auch mega stolz, dass die jetzt so fertig ist. www.5nach12.eu. Da findet ihr unten so eine Nachrichtenbox. Könnt ihr reinschreiben, Nachricht. Und dann, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, nochmal andere Themen. Also das Thema hat mir sehr gefallen, wo ich nun auch, wie gesagt, selber dran überlegen muss, habe ich mich verändert, habe ich mich nicht verändert. Das, was ich mitgekriegt habe, habe ich euch gesagt. Das, was die anderen von außen sehen, das kann ich ja nicht sagen. Das müsste ich mal andere fragen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, entweder eine E-Mail, kommt steht hier unten drunter, oder geht auf meine Internetseite und da ist unten Nachricht schreiben und ich beantworte alles. So, das wollte ich euch mal erzählen. Wir sehen uns nächste Mal. Tschüssikowski, bis dann, haut rein.